Hier kommt jetzt der zweite Teil, die Reparatur ist beendet. Richtig, Uwe? Operation gelungen, Patient tot. Patient lebt, der schöne Gott. Ich zeige euch mal unten, was ich gemacht habe. Aber ich habe ihn schon angelassen, er ist dicht und sauber. Der ist dicht, bis immer dicht. Okay, lass mich mal runter. Der legt dich mal drunter, Manni. Nicht, dass gleich alles platzt. Ja. Ich... Da bin ich aber ein Auto, 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 Auto. Okay. Hier kann man sehen, ein neues Blech drauf, neue Schellen und hinten auch. Richtig schön feste, alles gut repariert, wie es sein soll. Bei Auspuff sollte man immer auf Dichtigkeit achten, weil die Abgase sind gefährlich, man spürt es nicht. Es können sogar Schäden am Hirn und was auftauchen. Also Auspuff sollte absolut dicht sein. Wenn, kann man ja auch noch mit die Gum-Gum-Paste sichern oder eine andere Auspuffpaste. Aber das sage ich mal, ciao, ciao. Euer Manni und schön viel Vergnügen.